Langsam aber stetig füllte sich der Saal in der Lemwerderaner Ernst-Rodik-Halle, in der Bürgermeisterin Regina Neuke und ihre beiden Stellvertreter Tanja Sudbrink und Ewald Helmerichs ihre Gäste empfingen. Die Gemeinde Lemwerder hatte zum inzwischen 35. Mal zum Neujahrsempfang geladen. Während sich die einen noch ins Gästebuch der Gemeinde eintrugen, nutzten andere schon beim Sektempfang die Gelegenheit, sich auszutauschen und über das vergangene Jahr zu plaudern. Rund 140 Gäste aus Politik und Wirtschaft, aber auch aus gemeinnützigen Organisationen und aus der Gemeinde waren geladen. Denn der Neujahrsempfang ist für die Bürgermeisterin die Gelegenheit, einmal Danke zu sagen für das Engagement, das die Menschen in der Region und Gemeinde zeigen. Darauf ging Bürgermeisterin Neuke dann auch in ihrer Rede ein. Bei einem gemütlichen Essen klang der Abend schließlich aus.